Wir beginnen mit dem Redebeitrag der Gruppe Deutschland demobilisieren zu rechten Terror rassistischer Mobilisierung. Heute ist nach mehr als 5 Jahren der Prozess gegen die 5 Angeklagten des NSU-Netzwerks zu Ende gegangen. Der NSU-Prozess ist nur die Spitze des Eisberges rassistischer Strukturen, Gewalt und Kontinuitäten in Deutschland. Hier einige wenige Beispiele dieser Realität. In Berlin-Kreuzberg im Bergmann-Kiez regt sich aktuell neuer Protest gegen den Bau einer Unterkunft für Geflüchtete auf einem nicht mehr genutzten Friedhofsgelände. Die Argumentationen der sogenannten besorgten Anwohnerinnen reichen von der Störung der Totenruhe über Naturschutz hin zu den rassistischen Bildern einer vermeintlichen Überfremdung. Unterstützt werden sie durch den Bezirksverordneten der CDU, Timur Hussein. Dieser Rassismus gegen Geflüchtete ist überparteilicher Konsens. So werden die Pläne der Koalition über sogenannte Ankerzentren, die eine Kasernierung von Geflüchteten im Rahmen ihrer Antragsverfahren vorsehen, zwar noch nicht bundesweit umgesetzt, sie stoßen aber unter anderem in Bayern, Sachsen, Baden-Württemberg und NRW auf große Zustimmung. Abschiebungen sollen konsequenter und leichter möglich sein, die Rechte von Geflüchteten werden beinahe komplett außer Kraft gesetzt. Auch Teile der Partei Die Linke leisten mit ihrem linksnationalistischen und populistischen Kurs einen Beitrag zur weiteren Abschaffung des Rechts auf Asyl. Zuletzt durch die Diskussion um offene Grenzen und deren Ablehnung. Diese Position, die von der CDU bis in die Linke hineinreichen, sind nah dran an den Inhalten der AfD, die als Nazis im Parlament den krassesten Ausdruck dieser rassistischen Entwicklung in Gesellschaft und Politik darstellen. Der alltägliche Rassismus zeigt mörderische Konsequenzen. Eine vorgebliche Auseinandersetzung mit dem NSU-Komplex hat daran nichts geändert. Erst vor wenigen Wochen ist der rassistische Mord an einem Geflüchteten auf Amrum bekannt geworden, der bereits im Sommer 2017 geschah. Der Mord wurde allerdings als Beziehungstat verhandelt, die beiden Täter verurteilt, doch Rassismus blieb als Motiv sowohl in der Berichterstattung als auch in der Urteilsbegründung unbenannt. Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit wurde im letzten Sommer auf dem Thurgauer Marktplatz einem 21-jährigen Geflüchteten 2-mal in die Brust geschossen. In der Wohnung des mutmaßlichen Täters wurden NS-Devotionalien gefunden, die seine rassistische Einstellung verdeutlichen. Diese Aufzählung von rassistischen Angriffen bis hin zu Mordfällen ließe sich endlos erweitern. Hier zeigt sich das Zusammenspiel von organisierten Nazis, rassistischen NormalbürgerInnen, Politik, Medien und Ermittlungsbehörden. Laut Amadeo-Antonio-Stiftung gab es im Jahr 2017 bundesweit 1713 Angriffe auf Geflüchtete und ihre Unterkünfte. In den meisten Fällen wurden die TäterInnen nicht ermittelt. Diese beschriebenen Fälle und Entwicklungen beweisen, das Ende des NSU-Prozesses bedeutet kein Ende der rassistischen Gewalt in Gedanken, Debatten, Gesetzesänderungen und tätlichen Angriffen. Auch beim NSU-Komplex hat das gesellschaftliche Umfeld diese Taten erst möglich gemacht. Erst ein breites Netzwerk aus Nazis, Sympathisanten und einer schweigenden Mehrheitsgesellschaft bereitete dem Kerntrio des NSU einen komfortablen Rückzugsort. Mitnichten ein Leben im Untergrund. Denn frühere Nachbarinnen beschreiben Beate Zschäpe als nette Frau und Katzenmama. Die Hitlerbilder, die im Nachbarschaftstreff genutzten Partykeller gefunden wurden, zeugen von ideologischer Zustimmung und Verbundenheit in der Zwickauer Frühlingsstraße. Ein solches Miteinander ermöglichte erst, dass der NSU ungestört agieren und morden konnte. Dieses Miteinander von Neonazis und normalen BürgerInnen ist gesellschaftliche Realität, die fortbesteht. Wir erinnern an die Opfer der Mord- und Anschlagsserie des NSU und drücken unsere Solidarität mit ihnen und ihren Angehörigen aus. Wir wollen auf die Neonazi-Strukturen und ihre nachbarschaftliche Komfortzone hinweisen und diese zurückdrängen. Wir fordern insbesondere eine Auseinandersetzung und Aufarbeitung der rassistischen Morde durch einen internationalen Untersuchungsausschuss
unter Einbeziehung der Angehörigen in die Aufklärungsarbeit. Rassistische Mobilisierung in ihren unterschiedlichen Ausdrucksformen müssen als solche erkannt, benannt und angegriffen werden. Deutschland demobilisieren.